Es war einmal eine Königin. Die Königin hatte kein Kind. Und als sie einmal an dem Fenster saß und nähte, da stach sie sich in den Finger und Bluttropfen fielen in den weißen Schnee. Und da wünschte sie sich ein Kind. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Dann bekam sie ein Kind. Sie nannte es Schneewittchen. Nach der Geburt von Schneewittchen starb die Königin. Der König aber suchte sich eine neue Braut. Ein Jahr danach war die Trauer vorbei und der König hatte seine Braut gefunden. Sie war sehr schön, aber sie war böse. Immer wenn sie abends in ihrem Zimmer war, fragte sie ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und da antwortete der Spiegel immer. Frau Königin, ja, ihr seid die Schönste hier. Und als Schneewittchen so heranwuchs, wurde sie immer schöner und schöner. Da war die böse Königin neidisch auf sie. Und als sie eines Abends wieder ihren Spiegel befragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spiegel! Frau Königin, ja, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Da wurde die böse Königin so zornig, dass sie befahl, Schneewittchen zu töten. Jäger, führe Schneewittchen in den Wald und töte es. Aber Frau Königin. Tu, was ich dir befehle. Am nächsten Tag führte der Jäger Schneewittchen in den Wald. Und sie liefen und liefen und liefen, bis sie in der Mitte des Waldes waren. Da sagte der Jäger, Na, nun weine mal nicht, Schneewittchen. Ich tu dir nichts. Ich lass dich laufen. Für die Königin fällt mir schon was ein. Danke, Jäger. Und da lief Schneewittchen und lief. Der Jäger aber schoss einen Hirsch, um das Herz und die Seele der Königin zu bringen. Als die Königin das Herz und die Seele vom Hirsch gegessen hat, glaubte sie, dass sie Schneewittchens Herz gegessen hatte. Und dann war sie wieder fröhlich. Jetzt bin ich wieder die Schönste. Ach, ist das schön. Schneewittchen aber lief und lief und lief, bis sie zu einem kleinen Haus kam. Sie klopfte an und keiner öffnete. Da klopfte sie wieder. Und wieder öffnete keiner. Da nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und öffnete die Tür. Und sie ging hinein. Was ist denn das für eine hübsche Puppenstube? Da war ein kleiner Tisch mit 7 kleinen Stühlchen, 7 kleinen Löffelchen, 7 kleinen Gäbelchen und 7 kleinen Messerchen. Und auch 7 kleine Tellerchen und 7 kleine Tassen, Becherchen. Und auf jedem Tellerchen lag
lagen Kartoffeln und Spinat. Und in jedem Becherchen war Tee. Oh, ein gemütliches Stühlchen. Oh, köstlicher Spinat. Oh, wunderbarer Tee. Oh, und was für kuschelige Bettchen. Ich glaube, ich nehme das hier. Oder nein, das hier. Oder doch lieber das hier. Da kamen die sieben Zwerge zurück von ihrem Berg. Alle sieben Zwerge gehen jetzt nach Haus, gehen jetzt nach Haus. Und schon ist das Märchen von uns Zwergen aus. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ja. Die Tür zu unserem Haus steht offen. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nein. Seht nur, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Und wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Und wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Und seht nur, wer in meinem Bettchen liegt. Oh. 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 Oh, wie schön. Sie bewegt sich. Wo bin ich? Du bist bei den sieben Zwergen, hinter den sieben Bergen. Aber wer bist du? Ich bin das Schneewittchen. Die böse Königin wollte mich töten. Ich habe mich hierher verirrt. Du darfst bei uns bleiben. Oh, danke. Und dann gingen sie am nächsten Tag wieder weg zu ihrem Berg. Aber die Königin hatte an diesem Abend ihren Spiegel wieder befragt. Ich glaube, heute lohnt es sich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist doch tausendmal schöner als ihr. Ah, was? Das kann nicht sein. Doch. Nein! Doch! Da wurde die Königin so wütend, dass sie auf Rache schlug. Und dann nahm sie ein Gürtel und andere Gürtel und verkleidete sich als alte Händlerin. Und dann gingen sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Gürtel! Verkaufe Gürtel! Guten Tag, schönes Kind. Hier, dieser Gürtel würde dir sehr gut stehen. Oh. Ich lege ihn dir mal um. Ehe sich Schneewittchen versah, hatte sie ihm und den Gürtel umgemacht. Und sie zog immer fester und fester. Und bis Schneewittchen keine Luft mehr bekam und tot umfiel. Da lachte die böse Königin und ging weg. Nun bin ich wieder die Schönste im Land. Und als die sieben Zwerge nach Hause kamen, da bemerkten sie das tote Schneewittchen. Und sie suchten es ab, bis der Kleinste den Gürtel fand. Dann schneiden sie den Gürtel ab und Schneewittchen konnte wieder atmen. Dann stand Schneewittchen auf. Schneewittchen, das war die böse Königin. Du darfst niemanden reinlassen. Das musst du uns versprechen. Versprochen. Und
Und an diesem Abend fragte die Königin wieder ihren Spiegel. Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr, so. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Ich sag sowieso immer das Gleiche. Was? Dass Schneewittchen schöner ist als ich? Das kann nicht sein. Doch. Nein. Doch, 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 doch. Da wurde die böse Königin so zornig, dass sich kein Mensch sich mehr an sie heranwagte. Und dann nahm sie einen Kamm und machte an seine Spitzen Gift. Dann nahm sie noch ganz viele andere Kämme und legte sie in den Korb. Dann ging sie wieder als alte Krämerin wieder zum Haus von Schneewittchen. Kämme! Kauft Kämme! Ich darf niemandem die Tür öffnen. Och, es reicht auch, wenn du aus dem Fenster schaust. Die böse Königin nahm den mit Gift bespritzten Kamm heraus und drückte fest auf und strich ihr durch die Haare. Der Kamm blieb stecken und Schneewittchen fiel tot um. Und dann ging sie nach Hause und die sieben Zwerge kamen auch nach Hause. Sie sahen das tote Schneewittchen und suchten und suchten und suchten. Und als sie aufgeben wollten, fand der Kleinste den Kamm. Das war die böse Königin. Schneewittchen, du musst uns versprechen, nichts mehr zu kaufen. Versprochen. Böse Königin aber befragte an diesem Abend wieder ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ich hab es doch gleich gewusst. Ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist doch tausendmal schöner als ihr. So. Was? Das kann nicht sein. Doch. Nein. Doch. Und da wurde die Königin so böse, dass sie den Spiegel auf den Boden schmiss. Und der zersprang in tausend Stücke. Und dann nahm sie einen Apfel und machte die eine Seite mit Gift, die rote und die gelbe Seite ließ sie so. Dann verkleidete sie sich wieder als alte Krämerin und ging zum Haus bei den sieben Zwergen. Ich kaufe nichts und ich lasse auch niemanden herein. Och, ich wollte nur eine Pause machen und einen Apfel essen. Ach, wir könnten ihn uns teilen. Och, jetzt habe ich schon hineingebissen. Aber macht nichts. So. Du sollst die schöne rote Hälfte bekommen. Danke. Da kann mir ja nichts passieren. Und dann biss sie die rote Hälfte ab. Und dann blieb es ihr im Halse stecken und sie fiel tot um. Da lachte die alte Krämerin und ging nach Hause. Die sieben Zwerge aber kamen nach Hause und suchten Schneewittchen ab, ob doch irgendwo was wäre. Aber sie fanden nichts. Dann brachten sie Schneewittchen in ein Glas, in einen Sarg aus Glas
und stellten ihn oben auf den Hügel. Und dann wachten sie über Schneewittchen. Eines Tages kam ein Prinz herbei und sah das schöne Mädchen. Und er verliebte sich sofort in sie. Und dann bat er die sieben Zwerge, dass er Schneewittchen haben könne. Aber die sieben Zwerge sagten nein. Liebe Zwerge, ich bitte euch, gebt mir Schneewittchen. Sie sieht aus, als würde sie nur schlafen. Vielleicht kann ich sie retten. Ach, wir haben alles versucht. So nehmt sie, Prinz. Dann nahm der Prinz Schneewittchen im Sarg und rief zwei Diener herbei, die den Sarg tragen. Und dann ging einer rückwärts und der andere vorwärts. Und dann guckten beide auf das Mädchen im Sarg. Und da liefen sie direkt auf einen Stein zu und dann stolperten sie. Und da fiel der Sarg runter und der Apfel sprang Schneewittchen aus dem Hals. Wo bin ich? Und was ist passiert? Was bist du denn für ein Zwerg, Riese? Schneewittchen, jetzt bist du gerettet. Willst du mich, den Prinzen, heiraten? Oh ja. Und dann ritten sie zusammen auf sein Schloss. Dann wurde die Hochzeit gefeiert. Alle sieben Zwerge waren eingeladen. Die böse Königin auch. Sie musste in Schuhen tanzen, die ganz heiß waren. Und sie tanzte so lange, bis sie tot umfiel.